Ja Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video und schön, dass ihr da eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ich befinde mich gerade hier im Erfkreis und zwar am Tagebau und ich möchte euch heute den super schönen Wohnmobil vorstellen. Wie gesagt, Leute, ihr wisst ja, ich wollte eigentlich einen Fiat Ducato holen, den komplett so ein bisschen ausbauen mit Fenstereinbau, Ausbau mit Amaflex und alles. Aber da ich natürlich auch gesehen habe in verschiedenen Foren von Videos, dass das natürlich echt so anstrengend ist und echt nicht einfach ist, ja, braucht es natürlich auch nebenbei auch noch sehr, sehr viel Geld, was man da reinstecken tut. Und da ist man locker bei 20.000 Euro. Und jetzt muss ich dabei sagen, da habe ich immer noch nicht so viel Platz, wie ich brauche. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, dann gehst du dir lieber ein schönes Wohnmobil holen. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall mehr Platz hier drin. Und es ist schon alles drin. Es ist wirklich alles drin. Toilette, alles, was man sich denken kann. Eine Dusche, also alles tippitoppi. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mich auf die Suche gemacht für so ein Wohnmobil. Und dann hatten wir einen gefunden gehabt. Ich wollte erstmal nicht angerufen haben und Elke sagte, komm, ruf doch mal an. Vielleicht ist da ja wirklich was. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Bett haben, ein festes Bett, wo ich jetzt der Meinung bin, dass so ein Alkoven, dass hier so ein Aufbau hier vorne schon besser ist. Ja, und dann hat natürlich Elke gesagt, komm, ruf doch mal an, fahr doch mal hin, wir gucken es dir mal an. Ist ja okay, alles klar. Ja, dann sind wir hingefahren, angeguckt und echt super, alles tippitoppi, der Teil. Und ja, und das haben wir natürlich auch dann gekauft. Ne? So, jetzt ist der Aufbau innen drin. Komplett haben wir jetzt neu renoviert. Wir haben alles gestrichen. Wir haben schöne Ecken, haben wir auch verfeinert in dem wunderschönen Wohnmobil. Und zwar, Wohnmobil heißt Pauline. Und ich fand den Namen richtig süß. Ja, und wie gesagt, das ist Pauline. Mal hier zu einem kleinen kurzen Fazit zu dem Motor hier. Ja, auf jeden Fall ist das ein 893er Baujahr. Und zwar ein Surface ist das. Und wie gesagt, ein 93er, also 8er 93. Das Gute ist, ja, der hat 75 PS, ist eigentlich noch zu wenig für diese Tonnenzahl. Der wiegt nämlich 3 Tonnen und 75 PS ist ein bisschen wenig. Aber okay, dafür hat er aber andere sehr, sehr gute Sachen. Und zwar ist das ein Diesel. Und zwar hat er keine Zündkerzen, auch keine Glühkerze. Das ist ein Selbstzünder. Da habe ich wirklich auch da schon mal Ruhe. Dann ist natürlich ein H-Kennzeichen hat er bekommen, ein Oldtimer, der ist nämlich über 30 Jahre alt. Und durch diesen Oldtimer hat man natürlich auch Vergünstigungen in der Steuer, in der Versicherung. Ja, und man kann natürlich auch in der Stadt rumfahren, ohne irgendwie Angst zu haben, dass man da in der Zone nicht reinfahren darf. Und das ist natürlich auch sehr produktiv, dass ich da ohne Gedenken oder irgendwo einfach reinfahren kann, ohne zu denken, ja, jetzt hast du die Plakette, jetzt kannst du nicht in der Stadt reinfahren. Nein. Da bin ich auch natürlich befreit und das ist natürlich auch ja, ein super großer Pluspunkt. Und das ist ein 2,5 Liter laut Werkstattkumpel, also mein Freund, der meinte auch, der sagte auch bei 2,5 Liter, dieser Diesel, der ist unkaputtbar, den kriegt man nie kaputt. Ja, und der ist wirklich von einem Rentner, der ist gerade mal 75.000 gelaufen. Also der sieht auch wirklich noch tippitoppi aus. Der hat oben noch Solar, hat der Vorgänger noch drauf gebaut. Also ich bin wirklich super zufrieden. Ja, und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen zeigen oder so ein paar Videos auch einblenden, wie der vorher ausgesehen hat, wie der jetzt aussieht. Und ja, jetzt guckt auf jeden Fall mal rein, wie der jetzt aussieht. Der ist noch nicht ganz fertig, Leute. Da fehlt noch ein bisschen was. Die Türe von innen wird noch gestrichen, wird noch schön gemacht. Das Badezimmer wird auch noch ein bisschen schön gemacht. Ich wollte eigentlich nicht das Badezimmer gefilmt haben. Aber ich habe mir gedacht, komm, machst du doch einfach mal das Badezimmer filmen, damit ihr das mal so sieht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt mit dem Ding unterwegs zu sein, auf Touren, mal hier dahin zu fahren, dahin zu fahren. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, jetzt schaut euch mal an, wie der Wohnmobil jetzt aussieht. Ja, viel Spaß und ich würde sagen, ich führe euch jetzt einfach mal rein.
So, jetzt schaut mal, wie der hinten drin aussieht. Guckt euch mal, wie schön der aussieht hier. So, das gehen wir erstmal hier rein. Ich zeige euch erstmal das Gesamtbild hier drin. Natürlich ist oben Prinzessin Scarlett. Sitzt auch natürlich da oben drin. Ja, liegt oben auf dem Bett. Ja, Leute, so sieht das natürlich hier aus. Es war natürlich auch eine Schweinearbeit. Insgesamt fast da über 3 Wochen, 3,5 Wochen waren wir jetzt hier dran am Arbeiten. Und die uns natürlich geholfen haben, die natürlich auch ein bisschen gespendet haben von dem Wohnmobil hier. Die werde ich natürlich am Ende des Videos noch ankündigen. Aber schaut erstmal, wie süß das aussieht. Habt auf jeden Fall so einen kleinen Einblick hier drauf gehabt und ich zeige euch jetzt mal so kleine Details. Ja, hier, wenn man so schaut, es war ja vorher alles dunkelbraun gewesen, also richtig furchtbar. Ich kam mir wirklich vor, als wäre ich ein Rentner und da haben wir natürlich vieles verändert. Wir haben erstmal alles komplett weiß gestrichen mit Latexfarbe, vorher noch schön bearbeitet. Dann hat natürlich Elke natürlich die ganzen Schränke, die Türschränken gestrichen. Komplett in dieser wunderschönen Farbe hier. Und das war natürlich auch viel Arbeit. 5-6 Mal drüber gehen. Ne? Auch hier über die Türen, hier über die Türe hier. Also das war schon echt eine Menge Arbeit. Ja, und dann haben wir hier noch ein schönes Pflänzchen hingemacht. Ja, den Tisch, der war vorher auch dunkelbraun. Den haben wir auch natürlich komplett gestrichen. Die Wände gestrichen. Die Polster, die waren original. Die lassen wir so. Das sieht natürlich auch schön aus. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine Solarbatterieanschluss, um zu sehen, wie viel Akku ich noch da drin habe. Ich habe nur einen Strich, ist ganz wenig. So, und ja, das Bett haben wir natürlich auch komplett weiß gestrichen. Dann haben wir oben noch jede Menge Stauraum. Also auch richtig klasse. Das ist erstmal hier ein bisschen was, muss man noch ein bisschen was aufräumen. Nur das Toaster, alles drin, Weingläser. Ich trinke hier gerne Wein. Ja. Und da oben haben wir auch noch so 2 kleine Schränkchen hier gebaut. Das sind die hier. Da kann man natürlich was reintun. Hier auch nochmal. Da ist eine kleine grüne Pflanze drin. Aber wenn man oben liegt, kann man sich vorstellen, wenn man liegt da oben und schläft. Man kann oben die Fenster aufmachen. Man kann hier die Fenster schön aufmachen. Das ist natürlich auch toll. Ja, und oben hat man auch noch hier so einen Lüfter oben. Ja, da kommt auch noch schöne frische Luft raus. Also alles. Alles sehr, 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 sehr schön gemacht. Also ich lasse jetzt mal auf. Erstmal nur zum Filmen. Lasse ich das jetzt erstmal auf. Auf jeden Fall ist das richtig toll. Dann haben wir hier noch so ein Säckchen gekauft, hier ein bisschen Obst. Ne? Und dann hier so ein Halter noch, wo eine Pflanze drin ist. Wird aber auch alles geändert. Der Obststände, was man braucht. Hier hat man natürlich noch ein Waschbecken. Das wird allerdings komplett neu gemacht. Deswegen nur oberflächlich. Da kommt ein neuer Spülbecken rein. Ein Gasofen kommt neu rein. Das werde ich alles neu bauen. Das werde ich aber alles noch im Video noch mit euch noch zusammen durchgehen.
Aber erstmal haben wir gedacht, lassen wir das erstmal so. Das sieht natürlich auch schön aus. Dann haben wir hier noch ein paar Schränke, da unten sind auch noch ein paar Sachen drin. Ne? Ein Mülleimer, Pfannen, alles, was man so braucht. Ein Kühlschrank, da sind auch noch ein paar Sachen drin. Sieht auch so aus, mein Kronbacher da drin, da muss natürlich alles stimmen. Alles läuft natürlich auch über Gas und Strom. Das, ja, was ich auf jeden Fall haben muss, ist natürlich auch ein Kühlschrank, wo man natürlich auch kalte Getränke reintun kann. Natürlich läuft das alles hier über Gas und Strom, das ist natürlich super. Ich habe jetzt zwei Gasflaschen hinten drin, das müsste auch vollkommen ausreichen, 2x5 Liter. Und ja, und die Heizung von Electrolux, die ist wirklich, wirklich gut. Also 1A kann ich nur sagen. Dann haben wir hier noch eine Heizung, eine Standheizung, die läuft auch über Gas, die kann man auch laufen lassen. Dann hat man natürlich auch noch schön warm hier drin. Ne, da kann man nämlich hier einschalten, da oben. Hier kann man die einschalten. Von draußen dreht man den Gashahn auf. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Sachen drin. Aber gut. So, dann, wie gesagt, dann haben wir hier nochmal komplett neue Kissen gemacht. Neuen Bezug drüber getan. Eine schöne weiche, wollische Decke. Das heißt, das ist praktisch wie eine Couch. Da kann sich einer hinlegen und kann hier was lesen. Hier kommt noch ein Lämpchen hin. Oder als Gast, der kann dann hier schlafen. Also dann haben wir hier noch mal ein paar Ordner, wo ich ein paar Details drin habe. Da oben ist Scarlett ihre Ecke. So, und hier sind auch noch ein paar Sachen drin hier. Also hier hat man Stauraum ohne Ende. Ja, Schlappen, meine Strümpfe, alles, was ich so brauche. Also richtig top. Da haben wir hier süße Gardinen auch noch bestellt. Ne, auch mit so grüne, hier so grüne Dinger hier dran. So als Deko, dass das so schön aussieht. Ich mag das. Ich mag es, ja, ich mag es sehr, sehr gemütlich. Ich mag es hell. Und man muss sich natürlich auch hier wohlfühlen, ne, hier drin. Ja, also ich mag es natürlich nicht wie soll ich jetzt sagen? Ich mag es so immer so ein bisschen weiblich in einem Wohnmobil und schön warm. Das gibt immer so ein warmes Gefühl, wenn es immer so ein bisschen weiblich ist. Ich mag jetzt nicht einfach jetzt alles so lassen im Braun oder einfach nur ja klatsch, klatsch hier, klatsch da und so. Das ist mir, ich muss immer diese schöne Wärme haben. Ne? Und am Anfang hatte ich natürlich im Internet geguckt gehabt, hat man die Farbe ausgesucht gehabt, wie soll das Wohnmobil aussehen innen drin. Habe natürlich recherchiert und bin natürlich an dieser Farbe hängen geblieben. Natürlich muss ich jetzt sagen, die Farbe, die jetzt hier drauf ist, also die Farbe, die ich vorher ausgesucht hatte im Internet und habe dann gesagt zu Elke, ich sage, pass auf, so will ich den gerne haben. Aber die Farbe, die vorher drauf war, die war zwar so ähnlich die Farbe, nur die war was heller gewesen. Die ist jetzt was dunkler. Die Farbe sieht aus wie Türkis, ist aber kein Türkis. Das ist eine Farbe, die hat keinen Namen. Elke hatte eine Vase gehabt und sagte, wie findest du die Farbe denn? Ich sage, ja, die Farbe gefällt mir. Dann ist sie damit natürlich zum Thumark gelaufen und hat natürlich, der Verkäufer hat natürlich die Farbe angemischt nach dieser Farbe und der Verkäufer sagt selber, die Farbe hat keinen Namen, die gibt es eigentlich nicht. Ja, und hat dann einfach so angemischt. Wie die dir angemischt haben, bei Thumark ist es so, wenn man die Farbe hat, dann scannen die das oder so und dann mischt das Gerät das selber. Irgendwie so. Ja, und deswegen fand ich natürlich auch das Weiße mit diesem, ich sag jetzt einfach mal Türkis, obwohl es kein Türkis ist, fand ich eigentlich sehr, sehr romantisch und sehr schön. Das hier wird noch alles noch weggemacht. Hier kommen noch Leisten drauf. Die silberne Leiste kommt auch noch weg, die ist Gold, die kommt weg komplett. Da wird hier nochmal drüber gegangen und dann werden auch hier die weißen Farben werden alle abgemacht. Und hier natürlich auch, das wird auch alles weggemacht. Und deswegen habe ich auch gesagt, der ist noch nicht richtig fertig. Da wird noch alles noch neu gemacht, die Gummis. Deswegen also nicht wundern, warum jetzt hier so Flecken drauf sind. Wird alles neu gemacht noch. Hier haben wir die Trummerheizung, den Boiler für Warmwasser. Und da kann man natürlich die Gradzahl einstellen. Ja, also ich finde es richtig, richtig toll und gemütlich hier drin. Also man möchte hier gar nicht raus. Und ich hätte fast auch noch was vergessen. Hier ist noch eine Lampe, die kann man natürlich auch hier so anmachen. Ne? Hat man von Ikea gekauft gehabt, die läuft über 12 Volt. Und ja, dann der Rüdiger, der hat mir auch hier noch eine Steckdose dran gemacht.
hier unten. Und er hat mir hier noch eine Steckdose dran gemacht. Und das ist natürlich auch super, dass er das so gemacht hat. Ja, also ganz, ganz lieben Dank nochmal. Und hier auch noch eine Steckdose drin. Hier ist auch noch eine drin. Was ich auch noch vorhab, ist, ich möchte oben eine LED-Leiste hier halb rund hier drin haben. Also eckig hier. Damit man abends eine schöne Ambiente von Licht hat. Und das habe ich auch noch alles bestellt. Das wird auch noch alles gemacht. Aber das wird ihr im Video sehen. Das würde ich alles dann aufnehmen, wenn ich das zusammen mit dem Rüdiger mache. Ja, da wird auf jeden Fall super aussehen. Ja, dann haben wir hier noch, ups, bevor ich das vergesse, hier haben wir noch einen Lüfter. Den kann man anmachen, da geht die Luft rein und raus. Und man kann auch hier nochmal Frischluft reinholen, indem ich oben diese Klappe oben aufmache. Auch noch toll. Ja, und die Lampe, die kommt auch noch weg. Ne? Deswegen, die ist auch noch hier mit Farbe, aber die wird auch auf jeden Fall auch wegkommen. Ja, und so ist natürlich die Pauline aufgebaut von innen. Hinten haben wir noch einen Fahrradträger. Da kriege ich locker 4 Fahrräder drauf. Eine Leiter an der Seite. Die kann man natürlich auch hochgehen. Da ist oben Solar. Ja, das kann ich euch trotzdem auch mal zeigen, dass oben die Solarpanel drauf ist. So, dann machen wir die mal runter. So sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze aus. Da kann man praktisch hier auf die Leiter drauf gehen. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts, wenn ich jetzt hier drauf gehe. So, jetzt gehe ich mal die Treppe rauf. Bis nach ganz oben. Oh, hier sieht man natürlich, wie natürlich alles aufgebaut ist. Also richtig tolle Arbeit hier oben. Da sind die 2 Solarpanel. Die laden natürlich meine Batterie auf, damit ich autark bin. Damit ich auch Strom habe und alles. Also auch alles super durchdacht und alles sauber verlegt hier oben. Richtig tolle, saubere Arbeit. Ja, und von hier kann man natürlich, man kann sich hier auf das Dach setzen. Man kann sich hier hinlegen aufs Dach. Und dann kann man so zum Sternenhimmel raufgucken. Oder hier so die Aussicht genießen. Ich freue mich natürlich jetzt schon, auf dem Dach hier oben drauf zu klettern. Wenn man irgendwo in Spanien ist oder Italien oder Frankreich, nochmal nach Etretat, dann nach Südfrankreich rauf und man sitzt hier oben auf diesem wunderschönen Dach hier. Man kann hier rausschauen auf die Ferne. Das ist natürlich richtig klasse und da freue ich mich natürlich drauf. So, und ich würde sagen, jetzt geht es aber erstmal abwärts hier wieder runter. Ja, und wie gesagt, hier ist die Toilette drin. Hier ist die Toilette drin. Hier ist das Gas drin. Hier ist natürlich die Außensteckdose mit 220 Volt. Alles, was man braucht. So, hier, so sieht es hier innen drin aus. Schön sauber und gepflegt. Mein Äffchen muss auch immer dabei sein, der ist so süß. Ja, 2 Getränkehalter, normalerweise 3, weil hier auch 3 Personen auch vorne auch sitzen können. Hier. Und ja, hier ist natürlich mein Wechselrichter von 12 auf 24 Volt, damit ich autark bin. Ja, das wird auch natürlich noch hier verlegt. Hier der eine Kabel, der an der Seite hängt, wird auch noch schön gemacht. Ja, auf jeden Fall sieht das alles hier richtig schön sauber aus, würde ich sagen. Ja, Leute, jetzt sind wir schon am Ende des Videos von der Pauline. Jetzt habt ihr natürlich gesehen, wie es aussieht hier drin in der Pauline und was wir hier echt geleistet haben. Und da mal einen ganz, ganz, ganz großen Dank an meine Helfer, also man muss wirklich sagen, also es haben wirklich viele Leute was dabei getragen. Auf jeden Fall würde ich erstmal Elke auf jeden Fall erstmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank sagen und wirklich, also die hat natürlich auch viel, viel getan hier drin. Die hat natürlich die ganzen Schränke, Türschränke gestrichen, die hat sich natürlich schon, ich habe gesagt, ein bisschen Dekoration, die hat natürlich alles besorgt, geguckt und da finde ich wirklich top und ja, genau so, wie ich es gerne haben möchte. Also richtig, richtig klasse. Dann nochmal an Guido,
Der Guido hat natürlich auch viel mitgeholfen. Der hat natürlich weiß, alles mit mir hier zum Teil weiß gestrichen. Dann hat natürlich Guido für Verpflegung gesorgt. Der kam morgens immer an und hat dann immer zu essen mitgebracht. Also richtig, richtig klasse. Ganz, ganz lieb. Dann natürlich noch an meiner Mutter, die noch über 300 Euro noch gespendet hatte für das Wohnmobil, um so einzelne Sachen zu kaufen. Das kann man ja immer gut gebrauchen. Und da haben wir natürlich für 250 Euro direkt bei Ikea alles eingekauft. Also Mama, Dama, ganz, ganz lieben Dank. Ganz, ganz lieb. Und natürlich noch an Brigitte. Die hat natürlich auch Kissen mitgebracht. Die hat eine schöne Decke. Hat sie uns auch geschenkt gehabt. Also, und die Kissen sind natürlich auch in der Farbe hier, wie hier, ne? Und also wie hier die Farbe, ne? Also richtig klasse. Also vielen, vielen lieben Dank. Also ganz, ganz herzlich. Dann nochmal an den Rüdiger, der mir natürlich noch geholfen hatte, die Steckdosen hier noch dran zu machen. Ne, Rüdiger und ich, wir werden noch ein, zwei Sachen noch hier noch zusammen noch hier erledigen. Und da bin ich auch froh, dass der Rüdiger an meiner Seite ist, der mir da so ein bisschen unter die Arme hilft mit Elektrik und so. Da bin ich natürlich auch froh, dass er das tut, weil er kennt sich natürlich auch mit aus mit den RBG oder RGB Lichter, so eine Lichterkette würde ich gerne hier machen, aber versteckt und richtig schön und schön edel, damit das schön aussieht. Und der hat ja auch ein bisschen Erfahrung, der hilft er mir. Da finde ich super. Ja, und also ich fand es wirklich, wirklich klasse. Natürlich noch, jetzt auch schon natürlich vergessen, Kerstin. Kerstin hat natürlich auch vieles, vieles dazu beigetragen. Die kam auch an mit Gyros, mit einer Grillplatte kam die an. Und Guido und Kerstin haben uns natürlich auch versorgt mit Futter und mit Essen. Und das ist natürlich auch so, was das Herz begehrt. Das ist alles so drumherum. Und wenn ich von jedem etwas in einem Pott tue, haben wir mehr wie Hilfe gehabt. Also da nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und wie gesagt, wir sind natürlich auch immer für euch da. Wenn ihr natürlich Hilfe braucht, wir werden natürlich auch immer da sein. Eine Hand wischt die andere. Aber trotzdem ist es eine tolle Geste, die ganze Hilfe von allem. Also der eine natürlich Essen mitgebracht, meine Mutter gespendet. Dann hatte noch mal Kerstin auch nochmal 50 Euro gespendet. Stimmt, Kerstin hatte auch nochmal 50 Euro gespendet im Kuvert und das fand ich natürlich auch richtig klasse. Guck mal, alles gut gebrauchen. Das darf ich nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall allen, ja, eine ganz, ganz dicke, fette Umarmung. Also ganz, ganz lieb und ich werde auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall tolle Touren hier erleben. Mit Freunden, mit meinen Söhnen, mit Elke, wo ich auch alleine unterwegs bin. Viel. Ich meine, ich werde sehr oft alleine unterwegs sein, weil ich ja meine Touren damit mache. Ja, und natürlich ist alles anders gekommen, als wie es eigentlich ist. Aber trotzdem, ich finde richtig, dass das echt super geworden ist. Ich habe was vergessen. Und zwar haben wir hier an der Seite von der Küche haben wir gefliest, Klebefliesen dran gemacht. Sieht das nicht toll aus? Und hier auch. Ganz vergessen. Und da die Wand ist auch mit Klebefliesen. Hier alles. Und hier kommen noch schwarze Leisten. Sieht ihr, wie das aussieht? Wenn dann die schwarze Leisten hier dran kommt, dann sieht das dann richtig toll aus. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank und ich bedanke mich wirklich an allen jetzt. Und jetzt beende ich schon wirklich das Video und vereinte Sachen, die hier noch gemacht werden, das will ich auf jeden Fall filmen. Die Eingangstüre von innen, die wird auch noch richtig schön gemacht. Und das wird aber dann Elke, glaube ich, machen. Die will, glaube ich, weiß streichen mit zwei türkisen Streifen hier. Hat sie mich noch gefragt, hat sie ja, meinst du, ob das was aussieht? Gefällt dir das? Ich sage, ja, sag ich, mir gefällt das, sage ich. Ne? Ich kann nicht streichen. Ich bin nicht so gut in Streichen, so Feinarbeit. Ne? Klar habe ich jetzt die Decke gestrichen, hier, da. Ne? Aber die Feinarbeit, da bin ich komplett raus. Und da finde ich natürlich auch toll, dass Elke mir das dann macht hier mit dem Weiß und dann ja, mit so Streifen hier. Das würde auf jeden Fall super aussehen. Ja, auf jeden Fall tausend Dank. Und jetzt bin ich wirklich weg. Leute, lasst euch überraschen, was noch hier alles kommt. Ich werde das auf jeden Fall alles so ein bisschen filmen, wenn ich hier die Arbeiten mache. So, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha von der Tourenmanitude und schwingt de Hut. Ciao.